Ich hatte im Vortrag ja durchaus mal angekündigt, dass ich da durchaus Allergien besitze, hauptsächlich gegen schlechte Krypto. Und da wollte ich heute einfach mal einen kleinen Überblick geben, was wir denn eigentlich alles so an verschiedensten kryptografischen Primitiven nutzen, also sprich Einzelteile, aus denen wir eigentlich die ganzen Anwendungen, die Verschlüsselung machen, dort zusammenbauen. Und dass es da eigentlich eine ganze Vielzahl an Verfahren gibt und meistens in unseren Anwendungen eigentlich immer genau die noch zum Ansatz kommen, die schon Ewigkeiten alt sind, wo zahlreiche Schwächen drin bekannt sind und ja, es eigentlich moderne Alternativen gibt. So, und da würde ich dann im Prinzip anfangen. Ja, es gibt eine ganze Menge dort. Also es, wenn man jetzt sich anguckt, ist ja bei Verschlüsselung nicht nur, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass eine Verbindung von A nach B nicht mehr mitgelesen werden kann, sondern um das zu erreichen, muss man ein ganzes System von Funktionen zusammenbauen. Man braucht entsprechend zufällige Zahlen, um seine Schlüssel zu generieren, damit nicht mitgelesen werden kann oder damit ein Angreifer nicht weiß, welchen Schlüssel ich jetzt gerade gewählt habe. Man muss irgendwo prüfen, dass man die Daten korrekt übertragen hat oder aber auch halt sicher gehen, dass man einen Schlüssel gewählt hat, der zuverlässig halt Entropie besitzt und damit halt schwer zu erraten geht. So. Als erstes würde ich da entsprechend mal ein klein wenig auf die Zufallszahlengeneratoren eingehen. Das sind also die Systeme, die dafür sorgen, dass wir aus deterministischen Ereignissen, also zum Beispiel, ich habe irgendwo eine Zahl im Arbeitsspeicher stehen und möchte da jetzt möglichst unvorhersagbare Sachen ermitteln, dass man da halt wirklich zufällige Zahlenfolgen rauskriegt. Und jetzt sind Computer natürlich relativ schlecht dabei, dort zufällige Zahlen zu machen, weil die genau fürs Gegenteil optimiert sind, nämlich deterministisch zu sagen, was ist das Ergebnis, wenn ich da dort zwei Zahlen addiere oder eine Multiplikation durchführe. Also falsch rechnen ist für einen Computer relativ schwierig, außer beim Pentium 1, da hat es Intel auch gezeigt, Computer können auch Fehler machen, aber das war dort eher weniger beabsichtigt und fällt auch nicht in die Kategorie von Zufallszahlen, die man für Kryptographie typischerweise braucht, weil man möchte für diese Zufallszahlen halt eine ganze Reihe von Eigenschaften haben. Also nicht nur, dass sie sich nicht wiederholen oder dass man keine offensichtlichen Muster findet, sondern da zählen eine ganze Reihe von Tests, die typischerweise auf Zufallszahlen halt gemacht werden. Und haben jetzt geschaut, in Hardware-Routern hat man relativ wenige Peripheriegeräte typischerweise, die Eingaben mit zufälligen Ereignissen liefern. Also man kann ja auf einem Rechnern, also auf dem PC mit einer Festplatte kann man hergehen und einfach mal zum Beispiel messen, wie lange dauert es, wenn ich einen bestimmten Sektor versuche zu lesen. Auf einem Router, wie er zum Beispiel im Freifunk verwendet wird, hat man solche Ereignisse nicht, weil da gibt es keine Festplatte, die sich da irgendwie dreht. Und man könnte vielleicht noch hergehen und ermitteln, zu welchen Zeitpunkten kommen irgendwelche Netzwerkpakete übers WLAN rein. Aber im Zweifelsfall hat über diese Funkverbindung ein Angreifer ja durchaus Kenntnis, weil der nämlich genau derjenige ist, der mir dort regelmäßig irgendwelche Pakete zuschickt. Und daher gibt es so eine Reihe von Verfahren, die schon recht alt sind. Zum Beispiel Left-Shift-Feedback-Register, die einfach nur einen Zustand haben, dort eine einfache Rechenoperation durchführen und mehrere Bits miteinander zusammenfassen und das als ihr Ergebnis wählen. Die sind relativ einfach zu bauen, gehen auch mit wenig Hardwareaufwand zu realisieren und werden daher überall genutzt. Kryptografisch sicher ist nur was anderes. Und auch die zweite Kategorie dieser Kongruenzgeneratoren, die rechnen auch einfach nur zwei Zahlen multipliziert miteinander, addieren noch ein Offset drauf und bringen das wieder auf einen bestimmten Bereich zusammen. Sehen erstmal sehr zufällig aus, aber wenn man sich dann mal ganz viele Punkte dort anguckt, dann findet man auch, die will man eigentlich nicht, weil es sind Muster erkennbar und wenn man
ausreichend von diesen Zufallszahlen, die mit diesen Generatoren erzeugt wurde, sammelt, kann man Rückschlüsse zu führen, was da als nächste Zufallszahl kommt. Und genau dann sind die ja nicht mehr zufällig, weil dann weiß man, was da passiert. Was deutlich besser ist, was auch sehr viel genutzt wird, das sind sogenannte Hash-basierte Generatoren, die eine Hash-Funktion nutzen. Da kommen wir dann auch nachher noch dazu, was es da so... Random.org ist sowas, oder? Random.org, die haben einen Hardware-Zufallszahlen-Generator dahinter und liefern einem dann so zum Download entsprechende Zufallszahlen. Kann man durchaus machen, wenn man jetzt wirklich mal ganz radikal seinen Hardware- oder seinen Zufallszahlengenerator seeden muss. Aber im Zweifelsfall hat man ja auch gerade dort noch keinen Zugriff auf irgendwelche Zufallszahlen oder aufs Netzwerk, und da ist es immer relativ schwierig. Also Random.org kann man zum Beispiel eher nehmen, wenn man irgendwie Tests machen will, ob bestimmte Eigenschaften halt von einem Prozess erfüllt werden, wo man halt mal gerade zufällige Zahlen braucht. So, die pseudo-zufälligen Zufallszahlengeneratoren sind meistens das, was man in Software verfügbar hat. Deutlich besser ist aber, wenn man wirklich echten Hardware-Zufall hat. Und da habe ich jetzt so zwei mal aufgezählt, die man im Zweifelsfall sogar recht einfach selber bauen kann. Das eine ist der XR232. Das ist eigentlich nichts weiter als zwei Zehner-Dioden dort gegeneinander geschaltet und dann noch mit ein bisschen serieller Schnittstelle versehen, sodass man mit der seriellen Schnittstelle genau das Abtasten vom Zufallszahlengenerator taktet. Und man sendet ein Zeichen hin und kriegt ein zufälliges Zeichen zurück. Ist wunderbar, man hat halt dann wirklich echte Zufallszahlen in der Geschwindigkeit, wie man sie haben möchte. Und das zweite ist WurlyGeek. Das war von jemandem ein Projekt, was er mit einem CPLD, also so ein kleiner Hardware-Baukasten zum ich baue mir meinen Shit selber dort gebaut hat. Und dieser WurlyGeek liefert bis in der Originalversion ungefähr 1 MB an Zufallszahlen. Das ist für viele Anwendungen schon sehr viel, gerade wenn man jetzt dort einfach nur mal einen Private Key erzeugen möchte für sein Programm oder für seine Anwendung zur E-Mail-Verschlüsselung. Man kann aber das Design mit relativ wenig Aufwand auch deutlich noch beschleunigen. Ist auch beides entsprechend offen, und wenn man nach den beiden Begriffen sucht, findet man im Internet da die Anleitung, wie die Hardware funktioniert und was man da braucht, wenn man sich das selber bauen will. Ein anderer Zufallszahlengenerator, wo einige Leute dort der Meinung sind, da könnte eine Backdoor drin sein, das liefern die aktuellen Intel-CPUs. Da gibt es direkt einen Befehl, rdrand, der macht genau das Gleiche. Der schreibt oder der liest bei jedem Mal, wenn man diesen Befehl ausführt, liest er eine zufällige Zahl und schreibt die in ein CPU-Register rein. Und von dort aus kann man es weiterverwenden, um halt Schlüsselmaterial zu erzeugen. Wenn man jetzt nicht sicher ist, wie gut die Zufallszahlen gegen Backdoors geschützt sind, kann man das natürlich mit so einem Hash-Based-Generator durchaus noch nutzen, so dass man halt wenig von dem Intel-Generator liest und dann noch mit einer Hash-Funktion dafür sorgt, dass halt möglichst die NSA die Zufallszahlen nicht mehr vorhersagen kann. Also, der Linux-Kernel nutzt eine ganze Reihe von Quellen, und es gab mal eine Anfrage, ob DevRandom auch ausschließlich nur die rdrand nutzen soll. Und das wurde von den Kernel-Entwicklern aufgrund dieser Bedenken dort abgelehnt. Es wird, wenn verfügbar, als eine Quelle mit genutzt, aber nicht ausschließlich. Und wenn man dann noch weiter geht, tun die auch wirklich alle Quellen erstmal zusammenhashen in einem Pool und mitzählen, wie viel Entropie haben sie jetzt wirklich im Hintergrund. So, und für die Virtualisierung, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern es durchgegeben wird, aber ist relativ wahrscheinlich, dass mindestens bei den ganzen Containerlösungen das zentral im Hauptkernel gehalten wird und damit auch garantiert ist, dass der Pool halt
dort unabhängig die Zahlen zurückliefert. Also sprich, nicht die gleichen Zahlen, die irgendwo im Hypervisor mal kamen, dort auch nochmal in den Containern auftauchen. So, jetzt hatte ich ja schon mal erwähnt, es gibt Hash-basierte Generatoren. Was sind das eigentlich? Man hat häufig, dass man dort irgendwo schnell mal was nachschlagen muss. Oder ist jetzt langwierig, jetzt bei einem Telefonbuch zum Beispiel rauszufinden, Meier, Müller, Schulze, wo, auf welcher Seite steht denn das? Also ermittelt man in der Regel dort aus Meier, Müller, Schulze einen relativ kurzen Index, den ich dort nachschlagen kann. Zum Beispiel, dass ich da nur M als Startbuchstabe nehme. Und dann weiß ich im Prinzip, ich muss in dem Fach im Telefonbuch nachgucken, wo M steht am Anfang. Und das ist ein einfaches Beispiel für eine Hash-Funktion. Das ist noch nicht das, was man unter kryptografisch sicher versteht, weil ich kann relativ schnell andere Möglichkeiten finden, die auch diesen Hash-Wert M dort ergeben, indem ich dort einfach mir irgendeinen anderen Namen nehme, der auch M am Anfang hat. Und dann habe ich eine entsprechende Kollision. Und diese Kollision möchte man, wenn man Kryptografie dort mitmachen möchte, weitestgehend vermeiden, weil dann ein Angreifer im Prinzip das Ergebnis beeinflussen kann, was ich bei einer Hash-Funktion ausrechne, wenn er Kollisionen im Vorfeld bestimmen kann. CRC32 wird vielen sicherlich ein Begriff sein, weil das wird in vielen Packprogrammen zum Beispiel genutzt, um die Integrität festzustellen, also ob die Diskette einen Fehler hat, die Älteren werden sich da sicherlich erinnern, oder aber ob die Datei vollständig runtergeladen wurde. Weil wenn die Datei dort noch eine Lücke hat, dann ändert sich halt diese Prüfsumme und damit auch der Hashwert dieser Datei. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, hier ist ein Fehler bei der Übertragung aufgetreten. Und diesen Übertragungsfehler kann ich mit diesen einfachen Prüfsummen in der Regel recht einfach finden. Und Hash-Funktionen sind auch immer darauf ausgelegt, möglichst schnell berechnet werden zu können. Also bei einer Parität prüfe ich zum Beispiel nur, ob die Anzahl der 1-Bits, die ich gesehen habe, gerade oder ungerade ist. Und bei einer Quersumme addiere ich einfach nur die einzelnen Ziffern bzw. einzelnen Bytes dort. Also es sind einfache Rechenoperationen, die extrem schnell sind. Und da werden wir auch bei ein, zwei Anwendungen etwas später noch drauf kommen, warum man genau diese Eigenschaft dort nicht haben möchte. Bei den kryptografischen Hash-Funktionen, da gehen wir so ein bisschen weiter. Da wird direkt Wert drauf gelegt, dass die nicht nur kollisionsresistent sind, also sprich, ich nicht einfach sagen kann, ich habe hier einen gewissen Hashwert gegeben und möchte dort einen Ausgangswert zurückberechnen, sondern es ist sogar soweit dort als Bedingung gegeben, dass ich nicht zwei gleiche Werte finden kann, die auf einem bestimmten Hashwert dort sich abgebildet werden. Und wenn man kryptografische Hashes dort zur Passwortspeicherung nimmt, dann kann ich die zwar sehr schnell berechnen, ein Angreifer kann aber ein Wörterbuch zum Beispiel auch sehr schnell durchgehen und kann damit halt das Passwort zwar nicht mehr im Klartext machen, aber wenn er eine Liste plausibel aufstellen kann mit allen Passwörtern, die ich wahrscheinlich verwende, dann kann er schnell auch abgleichen, ob in seiner Liste das Passwort auftaucht, was irgendwo zum Login verwendet wurde. Deshalb ist es relativ schlecht, dort normale Hash-Funktionen und auch kryptografische Hashes zur Passwortspeicherung zu nehmen. Gerade in Webservices wird das gerne gemacht. Weil ich kann als Angreifer, wenn ich dann doch mal so eine Passwortdatenbank in die Hände kriege, dort einfach hergehen und halt auch mal Millionen von Passwörtern einfach berechnen, was wurde da in dieser Datenbank verwendet. In dieser Liste tauchen jetzt eine Reihe von Kandidaten auf, die man in den letzten Jahren sicherlich häufiger gehört hat.
Also gerade so MD5 dürfte vielen schon mal über den Weg gelaufen sein, insbesondere bei aktuellen Chrome- und Firefox-Releases, wo gesagt wird, ja, diese Hash-Funktion wollen wir nicht mehr haben, weil da kann man ja Kollisionen mit berechnen. Und das Problem dort an der Stelle ist, dass MD5 dort schon ein gewisses Alter erreicht hat und natürlich genügend Leute dort eine Chance hatten, sich anzugucken, was muss ich tun, um für einen gegebenen MD5-Hash-Wert halt einen Ausgangswert zu finden, der auf genau diesen Hash-Wert abgebildet wird. Und die Sicherheit von einigen Anwendungen, insbesondere zum Beispiel bei SSL, die Zertifikate, die dort verwendet werden, basiert darauf, dass genau dieser Hash-Wert, der dort unterschrieben wird von der Zertifizierungsstelle, dort nicht vorherberechenbar ist und ich also auch kein zweites Zertifikat finden kann, was genau diesen Hash-Wert auch verwendet. Sobald das aber nicht mehr gegeben ist, bricht natürlich die Sicherheit von dieser Signatur zusammen, weil im Prinzip jeder mit ausreichend Rechenleistung halt ein gültiges Zertifikat finden kann, was genau mit der Signatur versehen dort halt als, ja, wurde von dieser Zertifizierungsstelle unterschrieben, halt anerkannt wird. Ein weiterer Kandidat, der dort inzwischen auftaucht, ist SHA-1. Das ist dort noch nicht so, dass es als komplett gebrochen gilt, aber der Rechenaufwand soll wohl auch in den Regionen liegen, wo es für große staatliche Unternehmungen durchaus im Bereich ist, wo es möglich wird, da eine entsprechende Kollision zu erzeugen. Von daher sollte man dort langfristig, wenn man noch irgendwo SHA-1 einsetzt, dort natürlich wegmigrieren, weil entsprechend Angriffe auf diese Hash-Funktion halt möglich wären. Jetzt tauchen unten drei Namen auf, SHA-2, Ketchup und Whirlpool, die vielen wahrscheinlich noch nicht so geläufig sind. SHA-2 ist ein Nachfolger, der dort einige Probleme, die in SHA-1 dort vorhanden waren, dort behebt und insbesondere dadurch, dass der Aufwand, um diesen Hash zu berechnen, dort deutlich angehoben wird und auch die Hash-Länge dort heraufgesetzt wird. Damit, wenn man jetzt sich anschaut bei Hashes, hat man eigentlich das Problem, wie das auch beim Geburtstagsparadoxon ist. Also sprich, ich habe einen Raum mit 25 Leuten, trifft hier vielleicht noch nicht ganz zu, dann habe ich potenziell zwei Leute mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50%, die am gleichen Tag im Jahr Geburtstag haben. Und bei Hashes hat man genau das gleiche Phänomen, dass wenn ich einen Hash habe, der 128 Bit lang ist, war bei MD5 der Fall, dann brauche ich nur 2 hoch 64 Hash-Werte dort berechnen und ich habe mit über 50% Wahrscheinlichkeit die Chance, dass ich zweimal den gleichen Hash-Wert berechnet habe. Und je länger man also den Hash-Wert macht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass genau diese, ich habe zwei Texte gefunden, die den gleichen Hash-Wert produzieren, dort für mich zum Problem wird. Trotzdem hat man bei SHA-2 aber noch so das Problem, dass es von der Architektur her recht stark an SHA-1 angelehnt wurde und Angriffe, die gegen SHA-1 funktionieren, dort mit viel Aufwand, aber potenziell möglich halt auf SHA-2 übertragen werden können. Deshalb hat man, wo man jetzt geschaut hat, sich nach einem Nachfolger umgeschaut hat, eben gesagt, wir möchten bitte einen Nachfolger haben, der von der Architektur her anders gebaut ist. Und dabei ist in einem entsprechenden Kryptografiewettbewerb halt Ketchup ermittelt worden.
was nicht mehr so funktioniert, dass ich jetzt einen Zustand habe, da meinen Datenblock reingebe und aus diesem Gesamtzustand wird ein neuer Zwischenzustand gebildet, sondern ich habe immer, dass ich auf meinen einen Zustand dort Daten absorbiere, die entsprechend einfach nur umsortiert werden und damit den neuen Zustand bilden. Das vermeidet eine Reihe von Angriffen, dass wenn ich zum Beispiel ein Zwischenergebnis von einer Hash-Berechnung kenne, dann kenne ich bei SHA-2 und auch SHA-1 dort im Prinzip den gesamten Hash-Wert, kann damit entsprechend hergehen und jetzt in meine Nachricht um beliebigen Datenblock ergänzen und kann auch den nächsten gültigen Hash ermitteln, wie er entstehen würde, wenn ich die Nachricht halt um sende mir 50 Euro noch ergänze. Wenn ich das gleiche Verfahren bei SHA-3 anwende, dass ich versuche, also eine gegebene Nachricht dort um weiteren Text zu ergänzen, dann kann ich nicht aus dem Zwischenergebnis, was mir bekannt ist, diesen Hashwert ermitteln, den ich dann bräuchte, sondern ich muss im Prinzip den Gesamtzustand kennen und damit auch serverseitige Schlüssel, die dort in diese Hash-Berechnung zum Beispiel mit eingehen. So. Message Authentication Codes sind in der Regel auf Hash-Funktionen aufgebaut. Bei Hash-Funktionen selber gibt es an sich, wenn ich die berechnen will, keine privaten Daten. Das wird nur in der Regel halt gemacht bei Salted Hashing, wenn ich Passwörter ablegen will, dass die Nutzer hergehen oder die Administratoren, die die Software dort bauen und pflegen, dass die vor einem Passwort irgendwo einen beliebigen Wert noch abspeichern, damit der Aufwand für diese, ich gehe alle Passwörter oder alle möglichen Passwörter durch, Angriffe halt möglichst hoch wird. Jeder, der im Prinzip diesen Salt-Wert kennt, kann auch den entsprechenden Hash dort ganz normal berechnen. Hat aber dann halt eine gewisse Angriffsfläche gegen, ja, ich kenne einen Teil von dieser Nachricht, die gehasht wird. Also kann ich auch einen gültigen Hash ermitteln, der ergänzt wird. Bei Hash Message Authentication Codes habe ich im Gegensatz dazu immer einen privaten Teil, der zwischen Absender und Empfänger dort geheim geteilt wird. Und es kann immer nur der Absender und der Empfänger überprüfen, ob dieser MAC dort gültig ist, weil mir als Angreifer, der die Nachricht dort abgefangen hat, dort nicht bekannt ist, welchen Schlüssel ich brauche, um diese Prüfsumme korrekt zu berechnen. HMAC MD5 und SHA-1 wird bei SSL zum Beispiel eingesetzt, um zu prüfen, dass die Daten, die ich in der SSL-Verbindung dort zwischen Client und Server übertrage, dass die auf dem Weg in der Mitte nicht verändert wurden. Weil ich habe bei einer SSL-Verbindung habe ich ja bestehend zwischen Client und Server so ein gewisses Geheimnis, was beide kennen. Und basierend darauf können die natürlich auch Prüfsummen bilden, ob die Daten dort korrekt übertragen wurden. Als Angreifer, der dort von außen jetzt hergeht, kann ich natürlich genau die Prüfsumme nicht berechnen, weil mir dafür der Schlüssel fehlt. Selbst wenn ich im Prinzip den gesamten Datenblock sehe, der da mit einer Prüfsumme versehen wurde. Ketchup taucht hier an der Stelle auch wieder auf, da die Macher, die Ketchup entwickelt haben, dort bei der Konstruktion des Hash-Algorithmus festgestellt haben, dass das gleiche Verfahren, womit man normale Hashes dort berechnen kann, auch einfach in so eine Message Authentication Code Funktion umgebaut werden kann, indem ich einfach einen Geheimschlüssel voranstelle. Das funktioniert bei Ketchup dort als Ausnahmefall,
für MD5 und SHA-1 und auch SHA-2 hat man gezeigt, dass genau die gleiche Konstruktion komplett kaputt wäre. Beziehungsweise mir gegenüber einem normalen Hash aufgrund dieser Hash-Extension-Angriffe, die es gibt, dort entsprechend kaputt gehen würde und angreifbar wäre. So, jetzt hatte ich gesagt, viele nutzen in ihren Datenbanken dort gerne die Konstruktion mit einer Hash-Funktion. Und was dort das Problem ist, Hash-Funktionen werden oder sind darauf ausgelegt, halt schnell berechnet zu werden. Und dementsprechend kann auch ein Angreifer, der ein Passwort dort in die Hände kriegt, halt sehr schnell dazu den Hashwert ausrechnen. Oder aber, wenn er den Hashwert in die Hand kriegt, kann er sehr schnell durchprobieren, ob eins von den 5 Millionen Passwörtern, die er dort erzeugt hat, mit dem Hashwert übereinstimmt, den er irgendwo gefunden hat in so einer Datenbank, die irgendwo mal wieder abhanden gekommen ist. Da gibt es ja inzwischen komplette Wettbewerbe, wer kriegt die 45 Millionen Passwörter von Google, Gmail, Yahoo, dort am schnellsten irgendwie wieder in Klartext zurückgerechnet. Und das basiert meistens darauf, dass wirklich einfach nur die Passwörter als Hashwert bzw. als Salted Hash gespeichert sind und dementsprechend ein Angreifer relativ wenig Aufwand hat, in großen Mengen Passwörter durchzuprobieren. Was man stattdessen eigentlich machen möchte, ist dort zur Passwortspeicherung sogenannte Key Derivation Functions zu nutzen, die darauf ausgelegt sind, dass die aus einem Passwort, was eigentlich relativ wenig Entropie hat, also wenn man irgendwo sich anmeldet und ein 12-stelliges Passwort eingibt, dann kommt man mit Mühe und Not auf so 60-Bit Entropie. Möchte man eigentlich dort eher einen zufälligen String haben, der deutlich mehr Entropien nach außen hin hat, weil man die anderen Fälle halt nicht davon unterscheiden kann. Es gab mehrere Ansätze, das zu machen, die auch alle in entsprechenden Internetstandards dort hinterlegt sind. Und diese unterscheiden sich ein bisschen damit, welche Aufwände ich garantiert habe. Während also PBKDF erstmal nur garantiert, dass ein gewisser Rechenaufwand an sich notwendig ist, egal wie ich das anstelle. Ich muss also zum Beispiel eine Hash-Funktion einfach nur 100.000 Mal ausführen. Das erhöht auch den Aufwand, den ein Angreifer hat. Er kann zum Beispiel immer noch hergehen und sich ein FPGA nehmen, wo die Hash-Funktion halt 20, 30, 40 Mal drauf passt oder auch 1000 Mal. Dann kann er mit dieser PBKDF einfach hergehen und 1000 verschiedene Hash-Werte gleichzeitig berechnen. Man hat also dort maximal gewonnen, dass das Berechnen von einem Hash zwar länger dauert, ich aber die Hash-Berechnung noch sehr gut parallelisieren kann. Crypt kennen viele dort aus der Linux-Welt, was im Prinzip eine Variante ist, wo DES, ein Blockcipher, der Vorgänger von AES ist, kommen wir nachher dann noch gleich dazu, genutzt wird und statt das Passwort im Prinzip einfach zu verschlüsseln damit, wird das Passwort bei Crypt als Schlüssel verwendet. Und das war damals darauf ausgelegt, dass das Key Scheduling, also sprich, ich habe den Schlüssel und initialisiere damit meine Verschlüsselungsfunktion, dass das möglichst lange dauert. Und damit kann man DES dort Cracking bzw. das Brechen von diesen Crypt-Hashes halt nur schwierig in Hardware dort umsetzen, beziehungsweise es braucht relativ viel Platz und auch Zeitaufwand. Das ändert aber nichts daran, dass inzwischen wir auf sehr viel oder sehr wenig Hardwarefläche sehr viele Instanzen davon kriegen, ganz einfach durch die Miniaturisierung. Und dementsprechend gab es Ende der 90er mit einem Projekt der EFF halt
dass das Durchiterieren für den gesamten Schlüsselraum in ungefähr einer Woche ging. Mit aktueller Hardware, Coca Cubana, die auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, geht es auch noch schneller. Also bietet Krypt alleine jetzt genommen auch nicht mehr so viel Sicherheit. Was man dort eher machen möchte, ist, dass man nicht nur garantieren möchte, dass ein Angreifer halt viel Rechenleistung hat, sondern man möchte eigentlich auch den Angreifer dazu zwingen, dass er vorweist, dass er sehr viel Arbeitsspeicher parallel mit hat. Weil Arbeitsspeicher auf einem FPGA, was zum Cracken typischerweise genutzt wird, ist extrem teuer und hat man dementsprechend auch sehr wenig zur Verfügung. Und das ist der Ansatzpunkt, wo S-Crypt ansetzt. Da wird die Idee von PBKDF hergenommen, dass ich erstmal Arbeitsspeicher, also erstmal Rechenleistung aufwenden muss, um Hash-Werte zu berechnen. Ergänzt um eine zweite Idee, dass ich die Hash-Werte, die ich dort generiere, im Arbeitsspeicher ausbreite, zufällig umsortiere und damit garantiere, dass der Angreifer die gesamten Hashes, die er irgendwo zwischendurch mal berechnet hat, irgendwo sich merken muss. Oder halt, wenn er sie sich nicht merken kann, weil er keinen Arbeitsspeicher hat, irgendwo neu berechnen müsste. Und damit habe ich also so einen Time-Memory-Trade-Off, also sprich entweder Zeit oder Arbeitsspeicher investieren oder beides und kann entsprechend garantieren, dass ein Angreifer zum Beispiel 512 MB Arbeitsspeicher haben muss und eine halbwegs vernünftige CPU, weil ansonsten die Berechnung von einem Hashwert halt mehrere Minuten brauchen würde. Für mich jetzt als Verteidiger, der einfach nur ein Nutzerlogin nachschlagen will, für mich stört das nicht, wenn ich da einmal kurz eine halbe Sekunde aufwenden muss. Ein Angreifer, der jetzt Millionen von Passwörtern durchprobieren will, für den multipliziert sich das natürlich. Und damit ist er natürlich bei der Nutzung von S-Crypt dort weitestgehend ausgesperrt. S-Crypt ist interessanterweise auch die Funktion, die zum Beispiel hinter Bitcoin bzw. einigen Derivat-Coins dort verwendet wird, um diesen Arbeitsnachweis dort zu zeigen. Also ich glaube, Dogecoin war das. Die haben S-Crypt mit SHA-2 256 dort im Hintergrund. Und da wird halt auch genau gemacht, dass dieser S-Crypt-Hash halt berechnet werden muss. Und das ist halt für die Hardware, die existiert, dort selbst mit diesen speziellen ASICs, die es inzwischen gibt, halt trotzdem noch sehr aufwendig. Und man zeigt im Prinzip, wenn man dann mal so eine Hash-Kollision dort gefunden hat, oder eine partielle Hash-Kollision, dass man eben eine gewisse Art von Arbeit mindestens aufwenden musste, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Wenn man natürlich jetzt vermeiden möchte, dass die ganzen Bitcoin-Miner einem die Passwortdatenbank kaputt machen, weil die sind auf sehr viele Hashes trotzdem ausgelegt. S-Crypt ist so definiert, dass man frei wählen kann, was als Hash-Funktion im Hintergrund verwendet wird. Also man kann SHA-2 da auch gern durch Ketchup austauschen, funktioniert genauso. So. Wenn man jetzt irgendwo sein Schlüsselmaterial erzeugt hat, durch so eine Key Derivation Function, die halt extrem zufällige Daten auch aus wenig Entropie liefert, dann möchte man irgendwo diesen Schlüssel mit jemand anderen austeilen. Zum Beispiel, wenn man sich mit Amazon mit SSL verbindet, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was der Server anbieten kann. Typischerweise findet man dort den RSA Encrypted Key Exchange. Das heißt einfach, dass der Client dem Server irgendwas hinsendet, der Server rechnet ein bisschen was und sendet dem Client auch verschlüsselte Daten und der Client kann, also beziehungsweise der Server sendet dem Client Zufallsdaten, der Client verschlüsselt das Ergebnis, worauf er gekommen ist, mit dem Schlüssel vom Server, der im Zertifikat drinsteht
Und der Server kann das halt, weil er den Private Key dazu hat, auch wieder lesen. Ist natürlich das Problem, wenn dieser Private Key vom Server in falsche Hände kommt, wie das bei Lavabit der Fall ist. Dann kann jeder auch nachträglich, der diesen Traffic gesehen hat, dort komplett die Sitzung mitlesen, weil er im Prinzip weiß, was der Sitzungsschlüssel dort war. Deshalb gibt es entsprechend von den Herren Defi und Hellman dort einen anderen Schlüsselaustausch, wo bei jeder Sitzung ein unterschiedlicher Schlüssel ausgetauscht wird und über das Serverzertifikat eigentlich nur generiert oder nur garantiert wird, dass der Client mit dem richtigen Server dort sich unterhält. Also sprich, der Server im Zertifikat einfach nur sagt, ich bin derjenige, das ist mein Public Key und mit diesem Public Key kannst du mit mir diesen Schlüsselaustausch durchführen. Das Verfahren ist, wenn diese Authentisierung fehlt, dort anfällig für Man-in-the-Middle, weil ich ohne diese Authentisierung von mindestens einer Seite oder im besten Fall von beiden Seiten dort nicht garantieren können, dass jeweils die andere Seite den richtigen öffentlichen Schlüssel dort hat. Und dann kann ein Angreifer natürlich dazwischen gehen und jeweils dem Gegenüber sagen, hier, das ist von der Gegenstelle der öffentliche Schlüssel, handel die doch mal damit aus. Dann kriegt man symmetrisch zwar auf beiden Teilstrecken unterschiedliche Schlüssel, aber der Man in the Middle kann dann einfach die Verschlüsselung aufheben und neu verschlüsseln und hängt damit in der Verbindung dann mit drinne. Das Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschprotokoll funktioniert in genau der gleichen Art und Weise auch mit elliptischen Kurven und hat dort auch die gleichen Probleme, also sprich, ist für Man-in-the-Middle angreifbar, wenn man dort nicht sicher geht, dass man den richtigen öffentlichen Schlüssel von seiner Gegenstelle in den Händen hält. Ein Austauschverfahren, was jetzt sowohl Diffie-Hellman als auch die Elliptic-Curve-Variante davon sind dort sogenannte PFS-Verfahren, Perfect Forward Secrecy. Das heißt also, dass der Nachteil, den ich für das RSA-Encrypted Key Exchange oben genannt hatte, dass der hier nicht gilt. Also sprich, wenn ich diese Kommunikation jetzt abfange und ich zufällig auch noch vom Server in dem Moment die Zufallsdaten in die Hand kriege, die der dort verwendet hat, dann kriege ich genau diese eine verschlüsselte Verbindung auf, aber nichts weiter. Alle späteren Verbindungen sind entsprechend dort trotzdem noch sicher, weil es im Prinzip unabhängig ist von diesem Langzeitschlüssel, den der Server normalerweise dort verwendet. So. Das OTR-Ratchet bzw. SGIMP ist relativ unbekannt für viele, weil das bei SSL nicht verwendet wird, sondern es ist eher eine Spezialanwendung, die man bei OTR-verschlüsselten Chats, zum Beispiel bei Jabber, dort im Einsatz hat. Das sind sogenannte Verfahren, wo in der laufenden Kommunikation jederzeit die Schlüssel einfach ausgetauscht werden, dadurch, dass man den vorhandenen Sitzungsschlüssel einmal aushandelt, typischerweise Diffie-Hellman oder halt Varianten davon. Und jedes Mal, wenn ich von meinem Gegenüber eine Nachricht dort empfange, sendet er mir gleichzeitig auch einen neuen Schlüsselaustausch-Nachricht mit, womit ich den nächsten Sitzungsschlüssel mit ihm aushandeln kann. Und dementsprechend kann ich relativ schnell dort das Schlüsselmaterial, was bei einer SSL-Verbindung halt die gesamte Sitzung lang gilt, kann durchaus mehrere Stunden, Tage sein, je nach Anwendung, kann ich bei OTR dort relativ schnell verwerfen, weil sobald ich den nächsten Schlüsselaustausch mit meinem Gegenüber abgeschlossen habe, brauche ich den alten Schlüssel nicht mehr und kann den dementsprechend verwerfen. Und damit sind
eigentlich nur die im Transit befindlichen Nachrichten dort halt noch angreifbar, beziehungsweise sind die Daten dafür vorhanden, um die wieder nachträglich zu entschlüsseln. Man kann es doch abstreiten, wenn man das Gespräch natürlich stattfinden kann. Entschuldigung, man kann ja auch dann das Gespräch, wenn zum Beispiel eine Sicherheitsbehörde oder sowas, oder wenn man irgendwie als Whistleblower was ausgeplaudert hat und gechattet hat mit jemandem, kann man dann praktisch abstreiten, man war es nicht, weil der Schlüssel ja off the record im laufenden Gespräch halt immer gewechselt wurde. Stimmt das oder nicht? Ich habe das mal so irgendwann am Rande mitbekommen. Die Off-the-Record-Eigenschaft bei OTR mit dieser Abstreitbarkeit, die rührt ein bisschen von was anderem her. Weniger von dem Schlüsselaustausch selber, sondern es werden im OTR-Protokoll dort für jede Nachricht sogenannte HMACs mitverwendet. Hatten wir ja vorhin gerade schon erwähnt. Und diese Message Authentication Codes, dafür werden die Schlüssel, um die zu berechnen, jedes Mal, wenn ich die nächste Nachricht erhalten habe und damit auch schon neue Keys für die HMACs halt ausgehandelt habe, dort offengelegt. Damit kann ein Angreifer zwar nicht lesen, was in den Nachrichten steht, er kann aber ein Transkript erzeugen, was korrekte Prüfsummen hat. Und wenn ein Angreifer das kann, dann kann er in der Regel dort ein komplettes Chatprotokoll fälschen. Und durch ein paar Eigenschaften, die Block- und Stream-Cipher haben, nämlich dass ich durch bewusste Bitmanipulation halt Texte, die da bei der Entschlüsselung rauskommen, manipulieren kann, kann ich dafür sorgen, halt, dass da eigentlich alles Mögliche im Transkript stehen kann. Es gibt bei verschiedenen Kryptografen allerdings da auch unterschiedliche Meinungen, wie gut das funktioniert in der Praxis. Für OTR sollte man sich nicht drauf verlassen, weil dadurch, dass halt über die Langzeitschlüssel einmal eine gewisse Authentisierung stattgefunden hat, dort ein Man in the Middle nur noch schlecht reinkommt und damit es eher unplausibel ist, dass der Man in the Middle mal eben das Chatprotokoll manipuliert hat, auch wenn man es im Nachhinein dort halt manipuliert. An der Stelle kann ich Matthew Green mal recht gut empfehlen. Sehr lesenswerter Kryptografie-Professor. Hat auch einen. Gut, ich hatte ja schon erwähnt, wir haben bei irgendwo ja auch Verschlüsselung überall mit drin in dem ganzen Kryptografiesystem. Deshalb machen wir es ja eigentlich. Und bei den Verschlüsselungsverfahren hat man erstmal die Unterteilung in die symmetrischen und die asymmetrischen, wo wir dann später gleich noch drauf kommen. Und bei den symmetrischen Verfahren muss man weiterhin sogar noch unterteilen, welche die jetzt auf einem Datenstrom operieren oder entsprechende Algorithmen, die immer eine feste Blockgröße dort benötigen, um eine sinnvolle Ausgabe zu liefern. Die Algorithmen, die wir hier im Einsatz haben, sind, ich glaube, bis auf den zweiten relativ unbekannt. Algorithmus 3 und 4 dürften die Freifunker unter uns sicherlich kennen, weil das wird im ganzen Freifunk-Nord-Gebiet werden die beiden unteren eingesetzt, oder zumindest der dritte. Der vierte ist die Weiterentwicklung davon. Den ersten Algorithmus kennt man aus dem GSM-Netz. Das ist nämlich der Verschlüsselungsalgorithmus, der verwendet wird, um Mobilfunkgespräche zu verschlüsseln. Also wenn man mit seinen Bekannten telefoniert über das Mobilfunknetz, dann hat man mit A51 dort zu tun. A51 ist ein Algorithmus, der eigentlich als Grundlage einfach nur einen Pseudo-Zufallszahlengenerator hat, der halt einen Schlüsselstrom erzeugt, und der Pseudo-Zufallszahlengenerator wird halt mit dem entsprechenden Anfangszustand initialisiert, und basierend auf diesem Anfangszustand kann halt gewählt werden, wie dieser Schlüsselstrom halt im Endeffekt aussieht, und auch entsprechend dafür gesorgt werden, dass beide Seiten von dieser Mobilfunkverbindung die den gleichen Schlüsselstrom erzeugen. Ansonsten sind Stream-Cipher in der Regel so aufgebaut, dass halt dieser zufällige Schlüsselstrom erzeugt wird, egal wie auch immer, und dann eine XOR-Verknüpfung
mit der eigentlichen Nachricht, die übertragen werden soll, dort stattfindet. Bei RC4 handelte es sich ursprünglich um ein proprietäres Verfahren, was von Ron Rivest dort mal geschrieben wurde für eine Firma. Und irgendwann tauchte der Quelltext dazu auf einer Mailingliste auf. Und das Besondere war damals halt, dass der Quelltext dazu so einfach und kurz war, dass den alle hergenommen haben und es trotzdem halbwegs sicher war. Inzwischen gilt RC4 das als unsicher und auch, dass er in mehr oder weniger Echtzeit mit ein bisschen Rechenleistung mitgelesen werden kann. Sollte man also unbedingt wegmigrieren. Warum das viele Webseiten noch nicht machen, hängt mit einem Problem in den Blog-Cypher-Modi zusammen, auf die ich dann nachher gleich eingehe noch. Ansonsten möchte man eigentlich eher die unteren beiden verwenden. Das sind relativ aktuelle Cypher-Implementierungen. SALSA 20 wurde von Daniel Bernstein entwickelt, der vielen auch an anderen Stellen bekannt ist, unter anderem für DNS-Server und zahlreiche andere Sachen, DNS-Curve. Also durchaus nicht unbekannt. ChaCha 20 ist eine Weiterentwicklung von SALSA, die dadurch entstanden ist, dass Leute sich SALSA 20 angeschaut haben und dabei festgestellt haben, dass es eine Reihe von kleineren Problemen gibt. Und die Probleme sind in ChaCha dann entsprechend umgangen bzw. ausgebessert. Bei den Block-Ciphers hat man zuerst im Prinzip mit DES und Triple DES derzeit noch zu tun. DES ist recht wenig verbreitet. Triple DES taucht an sehr vielen Stellen noch bei SSL mit auf. Also wenn man sich mal anguckt, womit Internetverbindungen verschlüsselt werden, findet man noch zahlreiche Server, wo einem Triple DES durchaus angeboten wird. DES wurde ursprünglich entsprechend mal von der NIST entwickelt, um halt die Regierungsdaten zu verschlüsseln und halt möglichst immun zu sein gegen Hardware-Schaltungen, die diesen Algorithmus knacken soll. Und man hat relativ früh dort gemerkt, dass dieser Algorithmus halt eine Reihe von Schwächen hat, mit denen man dort den Text wieder entschlüsseln kann, weshalb man einfach hergegangen ist und statt einmal die Probleme grundlegend dort zu korrigieren, hat man einfach gesagt, ja, doppelt hält besser und da wir dann gleich andere Angriffe finden, machen wir dreimal. Und das ist dann Industriestandard geworden, wird an sehr vielen Stellen auch noch verwendet und der Operationsmodus bei Triple DES ist nicht, dass man dreimal verschlüsselt und auch nicht mit drei unterschiedlichen Schlüsseln, sondern eigentlich nur mit zwei unterschiedlichen Schlüsseln und man tut einmal entschlüsseln zwischendurch. Also sprich, der Ablauf ist verschlüsseln, mit einem zweiten Key entschlüsseln und dann nochmal mit dem ersten Schlüssel verschlüsseln. Soll sicher sein, habe ich mir sagen lassen. Ghost ist, wenn man jetzt in der westlichen Welt sich so mal ein bisschen umguckt, relativ unbekannt und stammt auch eher aus der anderen Richtung. Das ist einer von den russischen Industriestandards und wurde dort entsprechend für die Regierungsdokumente und Akten entwickelt. Ist gegenüber DES deutlich einfacher und basiert aber auf ähnlichen Prinzipien. Ist aber von der Sicherheit inzwischen her nicht mehr ganz aktuell und dementsprechend auch eher am oberen Ende von den zu vermeidenden Cyphern einzusortieren. Ganz oben stehen die Export-Cypher. Was hat es damit auf sich? Das sind eigentlich ganz normal die Cypher-Varianten, wie man sie kennt, also DES, Triple DES, RC4 wird da häufig auch mit eingeordnet, die
darauf ausgelegt sind, dass ich jetzt mit den Schlüssellängen, die normalerweise von diesen Algorithmen geboten werden, bei Destin das 56-Bit-Sicherheit, dass man die so weit einkürzt vom Schlüsselmaterial, dass dann effektiv nur noch 40-Bit an Sicherheit rauskommen und damit die natürlich von Geheimdiensten relativ gut angegriffen werden können, sodass die halt eben beim Feind auch mitlesen können. Es gab insbesondere in den 90ern die sogenannten ersten Kryptokriege, wo es genau darum ging, dass die USA Exportbeschränkungen hatten, dass starke Kryptographie als Waffe gezählt wurde und dementsprechend natürlich nicht ausgeführt werden durfte. Und da man sich ja besser stellen wollte als sein Feind, hat man eben gesagt, okay, dann kriegt er auch Krypto von uns, allerdings nur die Varianten, die wir sowieso brechen können. Und so sind diese Exportcypher entstanden. Dementsprechend, wenn der Webserver die anbietet, sofort abschalten. Möchte man nicht. Twofish, Blowfish, Serpent und sind Algorithmen, die dort als Alternativen bei TrueCrypt zum Beispiel angeboten werden. Das sind Blockcypher, die recht gut analysiert sind inzwischen, die schnell arbeiten und die auch sehr gute Sicherheitsmaßnahmen oder Sicherheitsniveau dort bieten. Sie sind recht betagt und dementsprechend sollte man sie auch nicht einzeln dort verwenden. Also wenn man dort seine Festplattenverschlüsselung mit diesen Cyphern dort macht, kann man dort in TrueCrypt einstellen, dass er eine Kaskade aus Blowfish, Serpent und AES macht. Und das ist auch dann mit aktueller Hardware schnell trotzdem berechnet und entsprechend sicher, dass da keiner an die Daten rankommt, wenn die Passphrase richtig gewählt ist. AES ist, wie vorhin schon erwähnt, der Nachfolger von DES, weil die NIST irgendwann festgestellt haben, DES bröckelt, dribbelt DES auch und wir brauchen dann einen Nachfolger, der entsprechend sicher ist. Und AES ist im Prinzip aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Das war damals der erste Versuch, sowas zu machen. Und wurde dort von über 60 Algorithmen halt ausgewählt. Das Design ist relativ einfach und war damals auch eine Neuheit. Viele aktuelle Webseiten nutzen das, einfach weil es lange Zeit dort die einzige weit verbreitete Variante war, dort mit SSL halt Kryptographie zu machen. Relativ neu dazu gekommen ist dann eher die letzte Zeile und das ist auch die von mir bevorzugte, weil Camellia dort im Gegensatz zu AES nicht aus den USA kommt und dementsprechend auch nicht von der NIST so sehr beeinflusst war oder hoffentlich war. Also es ist ein relativ einfaches zu verstehendes Design, was da auch dahinter ist. Kann man sich also durchaus mal mit anschauen, wie Camellia funktioniert. Ist relativ gut durchschaubar und das RFC, was es dazu gibt, wo da beschrieben ist, liest sich auch relativ straightforward, wenn man dort einmal RFCs in der Hand hatte. Gut, man hat bei Blockcyphern ja immer die Sache, man hat eine feste Größe von 8 Byte oder 16 Byte, je nach Blockgröße und möchte jetzt allerdings Texte verschlüsseln, die deutlich länger als 8 Byte sind, weil in 8 Byte kriegt man gerade so ein Datum unter. Inzwischen haben wir Texte, die deutlich mehr als nur ein Datum enthalten und da ist eine erste Variante ist, man kann jeden Text einzeln verschlüsseln oder jeden einzelnen Textblock. Hat natürlich dann als Nachteil, dass wenn man da zum Beispiel die Bilddaten von einem Pinguin verschlüsselt, man am Ende die Muster auch wieder erkennt, die dieser Pinguin dort macht, weil gleichfarbige Flächen dort halt auch wieder zu gleichen Farben in dem Endergebnis verschlüsselt werden. Und dementsprechend, wenn man die Struktur von dem verschlüsselten Dokument kennt,
oder von dem Entschlüsseldokument man diese Strukturen auch in der Verschlüsselung wiederfindet. Um das zu vermeiden, gibt es jetzt natürlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Verfahren. Allen voran wird derzeit da sehr viel das Verfahren CBC, Cipher Block Chaining, eingesetzt, wo halt in jedem Verschlüsselungsblock, den ich mache, erstmal noch der vorherige Cipher Block mit eingebunden wird und dementsprechend ich jeden Block nicht unabhängig voneinander betrachten kann, sondern ich die Blöcke abhängig von dem vorherigen Block betrachten muss. Und damit verschwinden genau diese Muster, die ich normalerweise, wenn ich ECB dort implementiere, halt sehen würde. ECB ist der auch, by the way, das, was man typischerweise im Schulbuch irgendwo lernt. CBC ist das, was man dann typischerweise auf Webseiten eingesetzt sieht. Und was man machen will, ist das, was ganz unten steht. Authenticated Encryption with Additional Data. Was einfach nur heißt, ich tue nicht nur verschlüsseln und dabei dafür sorgen, dass halt alle Blöcke von den vorherigen abhängig sind, sondern ich sorge auch dafür, dass ich am Ende nachvollziehen kann, dass der Ciphertext, den ich irgendwo übertragen habe, nicht irgendwo auf dem Weg in der Mitte nochmal von irgendjemand verändert wurde. Ansonsten hat man in TLS 1.2 dort auch dazu bekommen die Variante GCM, Galois Counter Mode. Und wer letztes Jahr bei mir im Vortrag war, der wird mindestens das erste Wort dort schon mal gelesen haben. Das ist einfach im Prinzip der Körper bzw. das mathematische Konstrukt, in dem halt dort Prüfsummen berechnet werden, um halt die Authentisierung sicherzustellen. Also GCM gehört in diese Kategorie AEAD mit rein, ist aber von der Implementierung an einigen Stellen nicht ganz einfach umzusetzen. Gut, jetzt haben wir natürlich die lange Nachricht übermittelt, die wir natürlich schnell verschlüsseln können, weil symmetrische Krypto relativ schnell ist. Müssen aber jetzt irgendwie noch den Schlüssel für die symmetrische Verschlüsselung übertragen. Und dafür nutzt man häufig entsprechende asymmetrische Kryptoverfahren. Und da gibt es jetzt so Verfahren, die einmal einzuordnen gehen in die Präquantum-Verfahren, also das, was wir derzeit einsetzen und was kaputt geht, sobald wir irgendwo Quantencomputer haben, die ausreichend leistungsfähig sind. Pessimisten sagen, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Optimisten hoffen, dass es noch ein Stück hin ist. RSA ist vielen relativ gut bekannt, weil wird eigentlich fast ausschließlich im Internet für Zertifikate verwendet. Das hängt damit zusammen, dass RSA zwar ursprünglich mal patentiert war, die Patente sind inzwischen ausgelaufen, aber es im Prinzip in dem alternativen Verfahren, was es lange Zeit gab, dem DSS, also Digital Signature Standard, Probleme gefunden wurden. Ich hatte ganz am Anfang ja angefangen mit, für Kryptographie braucht man starke und sichere Zufallszahlen. Und genau da ist das Problem bei DSS früher und auch heute noch gewesen, dass man nicht immer garantieren kann, dass die Zufallszahlen halt wirklich vollständig zufällig sind. Das ist halt das Problem bei Zufall. You can never be sure. DSS hat jetzt nun die ganz doofe Eigenschaft, dass wenn man zweimal eine unterschiedliche Nachricht mit der gleichen Zufallszahl signiert, dann kann ein Angreifer hergehen und aus der Differenz dieser beiden Signaturen den Private Key komplett zurückberechnen. Und wenn der Angreifer den Private Key hat, dann ist der Private Key plötzlich ganz public. Möchte man dementsprechend nicht. Und daher sollte man DSA auch wirklich nur einsetzen, wenn man sicherstellen kann, dass man genau in diese Falle nicht reintappen kann. Da gibt es inzwischen Ansätze, die halt dort einen Workaround schaffen,
Die sind aber in sehr wenigen Bibliotheken wirklich so implementiert, dass das sichergestellt ist. Bei Elliptic Curves, was jetzt ein relativ frischer, wenn auch trotzdem sehr alter Zweig schon ist, also frisch in wir nutzen's und alt in ja, das kennen die Leute schon seit Ewigkeiten, gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kurven. Ich habe jetzt hier drei Kategorien mal aufgezählt. Die NIST-Kurven sind dort ein bisschen in Verruf gekommen, weil die NIST offen zugeben musste, dass sie mit der NSA zusammenarbeitet und auch eine ganze Reihe von Zahlen, die in diesen Kurven als Parameter halt eine Rolle spielen, nicht nachvollziehbar erklären konnte, woher die kommen. Und aber andere Leute zeigen konnten, dass wenn man die Zahlen richtig manipuliert, man da eine Backdoor in dieser Kurve drin hat. Und dementsprechend, die NIST-Kurven ist das, was alte OpenSSL-Implementierungen eigentlich ausschließlich können, wenn sie Elliptic Curve können. Die Varianten, die jetzt auch andere Kurven können, sind gerade noch in Entwicklung. Dementsprechend will man Elliptic Curve eigentlich derzeit vermeiden. BrainPool sind europäische Entwicklungen, also das sind hauptsächlich Kurven, die von Europäern bzw. als europäischer Standard dort entworfen wurden. Die bieten auch eine sichere Grundlage für entsprechende Anwendungen, sind aber natürlich, wie gerade erwähnt, halt nirgends implementiert groß. Außer man setzt halt die ganz aktuellen Releases von LibreSSL oder OpenSSL 1.0.2 Beta ein. Da hat man beide entsprechend mit drin. Und das Dritte, was ich hier mit aufgeführt habe, sind die sogenannten Safe Curves. Das ist eine Sammlung von Elliptic Curves, die Daniel Bernstein dort mal zusammengetragen hat, wo teilweise auch sehr unbekannte Kurven mit auftauchen, wo aber entsprechend mathematisch auch auf der Seite, wo er die Kurven beschreibt, halt mal zusammengestellt ist, dass alle Kurven, die als Safe Curve entsprechend markiert sind, bestimmte kryptografische Sicherheiten einfach bieten. Und die NIST-Kurven hat er da durchaus einige Sachen, wo da mal Haken so, ja, diese Sicherheitseigenschaft ist da nicht gegeben, mit markiert sind. So, angenommen, wir haben dann jetzt demnächst mal irgendwann Quantencomputer, dann fallen im Prinzip die gesamten Kryptoalgorithmen, die wir auf der vorherigen Seite hatten, mehr oder weniger weg, weil die Quantencomputer genau die Probleme, die dort in den Pre-Quantum-Algorithmen gelöst werden, dort angreifen und lösen können in halbwegs effizient. Deshalb haben sich Leute inzwischen schon Gedanken gemacht, was man dann stattdessen tun kann. Und da sind die oberen vier Kategorien eigentlich so die Lösungsansätze, die man dort gewählt hat. Da stecken jeweils mathematische Probleme mit dahinter. Die oberen dürften graphenbasierte sogar sein. Und dort ist das Hauptproblem, was man mit den Kryptosystemen dort hat, weniger, dass man die nicht berechnen könnte, sondern dass die Schlüssel, die man dafür auf einem klassischen Computer halt benötigt, relativ groß wären. Also da kann dann eine Signatur von einer Nachricht auch gerne mal 300, 400 Kilobyte groß werden, was man natürlich nicht haben will. Wenn man vergleicht, so eine Signatur mit einem Elliptic Curve Algorithmus sind 32, 34 Byte. Also da sind 300 KB dann durchaus mal Faktor 10.000 größer. Und dementsprechend sind die Verfahren, die man da jetzt hat, zwar an sich sicher für Anwendungen, die halt auch gegen Quantencomputer abgesichert sein müssen, sind aber nicht so, dass man handlich dort mit den Schlüsseln operieren kann, die man für diese Verfahren braucht. So, und jetzt ist natürlich so die Sache,
damit Verschlüsselung funktioniert, muss ich wissen, mit wem ich rede. Und ja, da haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder ich vertraue jemand anderem, dass derjenige weiß und auch sicherstellt, wer dort mein Gegenüber ist und mir auch einen Zettel ausstellt, ja, das ist derjenige, mit dem du reden möchtest. Derzeit haben wir in den Browsern hauptsächlich dieses obere Modell, Certificate Authorities, implementiert. Wobei wir da nicht einen Vertrauenswürdigen haben, sondern eher so 4.800 verschiedene Stück, die alle für alle beliebigen Internetadressen sagen können, ja, das ist google.com oder das ist microsoft.com. Und bei 4.800 Stück, man braucht nicht alle dort irgendwie korrumpieren, es reicht, wenn man einen davon irgendwo angreifen kann. Und das ist in der Vergangenheit auch schon mehrfach dort passiert. In der Regel, dort wurden dann Zertifikate genommen, google.com, um sich da reinzuklemmen. Aber es ist auch für zahlreiche andere Zertifikate gemacht. Konsequenzen hatte das bisher eigentlich nur für zwei Zertifizierungsstellen, DigiNotar und TurkTrust. Die wurden daraufhin zugemacht. Anderen Zertifizierungsstellen wie Komodo, GoDaddy, RapidSSL, die genau das Gleiche schon fertiggebracht haben, die gibt es immer noch. Also von daher, die natürliche Auslese funktioniert da auch nicht so richtig. Deshalb ist mein Ansatz bei Certificate Authorities eigentlich eher alle deaktivieren und auf eine wenige beschränken oder auf eine dort beschränken, wo ich sage, der vertraue ich. Hilft im Prinzip gegen das Problem, dass dort alle CAs dort Mist bauen können und ich davon betroffen bin. Wenn ich jetzt sage, ich vertraue wirklich nur dieser einen Zertifizierungsstelle, dann muss gezielt wirklich diese eine Zertifizierungsstelle angegriffen werden. Macht zwar einen Single Point of Failure da draus, aber der ist entsprechend besser kontrollierbar, als ob ich 4.800 Single Points of Failure dort betrachten muss. Das zweite Vertrauensmodell, was auch vielen geläufig sein dürfte aus der Gegend von PGP, ist das Web of Distrust. Also sprich, ich habe ein Netz von Leuten, denen ich vertraue, die wiederum anderen vertrauen. Und das funktioniert so lange ganz gut, wie ich sicher gehen kann, dass die Leute, denen ich jetzt vertraue, dass die dort korrekt kontrollieren, wer ihr Gegenüber ist, auch wirklich korrekt kontrollieren, wer ihr Gegenüber ist. Und sobald ich das nicht garantieren kann, und da kann man auf den diversen Krypto-Partys und Key-Signing-Partys durchaus Spaß haben, wenn man das einfach mal tut, man findet recht leicht, dass die Leute nicht gut kontrollieren. Also abgelaufener Perso hat eine Fehlerquote von 20%, dass man nicht darauf hingewiesen wird. Und einen intergalaktischen Ausweis kriegt man durchaus auch noch mit ungefähr 5% durch. Also so wirklich dem Web of Trust dort vertrauen sollte man auch nicht. Insbesondere halt, weil man sich nicht sicher sein kann, dass der Pfad, den man dort hat, dort wirklich korrekt ist und man eigentlich allen Leuten, die auf diesem Pfad vorkommen, dort vertrauen kann oder auch nachprüfen kann, dass die genau so zertifizieren, wie sie es irgendwo angeben. So, und das letzte Vertrauensmodell dürften viele gar nicht unter dem Namen kennen, ist aber trotzdem gerade unter Administratoren ein sehr verbreitetes Vertrauensmodell. Hand hoch, wer weiß, welches Tool das nutzt. Ah, das sind nicht viele. Das Vertrauensmodell Tofu wird von OpenSSH eingesetzt. Also wenn man sich zu einem Remote-Server verbindet, dann fragt er einem beim ersten Mal nach, hier den Gegenüber kenne ich nicht, der hat den Fingerprint sowieso, stimmt das? Und wenn man dann Ja eintippt, merkt er sich das
Und wenn man das nächste Mal eine Verbindung dorthin aufbaut, dann akzeptiert er den Schlüssel. Wenn sich da was geändert hat, dann gibt es Großfettwarnung, da hat sich was geändert. Bist du sicher, dass du dahin willst? Und genau da wird relativ gut abgedeckt, wenn Man in the Middle sich zwischenzeitlich einklingt. Gleichzeitig wird aber auch abgedeckt der Fall, dass ich ursprünglich mal den Man in the Middle hatte, jetzt in einem anderen Netzwerk bin, wo der Man in the Middle plötzlich nicht reinkommt und ich jetzt zum richtigen Server komme. In beiden Fällen erhalte ich eine Warnung und im einen Fall zwar zu spät, aber ich erhalte eine Warnung, dass da irgendwo mal was mit der Verbindung kaputt war. Sprich, ich kann nachträglich recht gut nachvollziehen, dass irgendwo jemand mal versucht hat, einen Schlüssel dort zu manipulieren. OpenSSH hat in den aktuellen Implementierungen sogar so weit, dass die sich nicht nur den Host nehmen und die IP-Adresse merken, sondern die gleichen die Daten sogar gegeneinander ab. Wenn ich also eine IPv4-Verbindung habe und meinen Server per IP, also per Hostname anspreche, dann merkt er sich dort bei diesem ersten Schritt sowohl der Hostname als auch diese IPv4-Adresse hat diesen Key. Und wenn ich bei IPv6 jetzt zum gleichen Server eine Verbindung aufbaue, tut er sich unter diesem Hostname das auch für V6 merken. Und wenn ich jetzt später dort die Keys ändere, sagt er mir an, ist für V4 habe ich jetzt den neuen Key schon mal gesehen, weil hattest du mir irgendwann mal eingetragen. Aber für V6 tut er sich vielleicht noch nicht merken. Und wenn ich dann aber zu V6 eine Verbindung aufbaue, kann er bei dem geänderten Schlüssel mir ansagen, ja, für den Hostname kenne ich den neuen Key, aber für V6 habe ich eigentlich noch den alten. Was stimmt denn da jetzt nun? Und dann kann man da auch mit eingreifen. Rechts ist eine Frage. Genau, einmal ganz kurz die Frage, wie würde sich dort jetzt das Certificate Pinning noch mit einordnen? Das ist ja das, was jetzt, wo ich quasi als Webserver noch angeben kann, der Hash meines Zertifikats sollte folgendes sein, der Hash meiner CA, von die dieses Zertifikat ausgestellt hat, sollte folgendes sein und bitte Browser, du darfst das so und so lange speichern. Das ist ja so eine Kombination auf Certification Authority und Trust on First Use. Das stimmt so. Hauptsächlich hat man beim Certificate Pinning dort den Ansatz Tofu, weil der Browser sich die PIN-Einträge erst nach der ersten Verbindung merkt. Also sprich, wenn die erste Verbindung manipuliert ist, dann merkt der Browser sich im Zweifelsfall die falschen Pins und merkt sich dann dementsprechend die Keys, die der Angreifer ihm hinterlegt hat. Was dann im Prinzip der Certificate Authority Anteil dabei ist, ist, ich habe die Schlüssel üblicherweise entweder im Host oder im entsprechenden Response Header im HTTP hinterlegt oder aber im DNS per DNSSEC dort abgesichert. Und wenn ich über DNSSEC die Einträge verteile, dann habe ich im Prinzip eine Root-Zone, die halt international betrieben wird. Primär zwar immer noch sehr viele amerikanische Einflüsse mit drin, aber die halt als Authority erstmal dient, hier, das ist die Root-Zone, die ist da mit diesem Schlüssel signiert. Alle Subdomains haben folgenden weiteren Schlüssel und so habe ich im Prinzip trotzdem eine Zertifikatskette. Und genau das hat man auch üblicherweise in dem Certificate Authority-Ansatz. Man hat eine zentrale Stelle, die meistens schief geht. Was allerdings bei den Certificate-Pins halt der Vorteil ist, dadurch, dass ich, wenn ich einmal die richtigen Stellen gefunden habe, dort die Verbindung nicht mehr an diesem Trust-Anchor von der Certificate-Authority hängt, kann ich im Prinzip, ähnlich wie bei SSH, dort hergehen und brauche dieser zentralen Stelle im Nachhinein nicht mehr vertrauen, sondern muss da nur bei der ersten Verbindung halt sicher gehen, dass ich möglichst nicht in einem Internetcafé bei den Chinesen sitze oder die NSA versucht, dort einzugreifen. Aber wenn man dort entsprechende Sicherheitsmaßnahmen halt macht und sicher geht, dass diese Certificate oder diese zentrale Prüfung halt klappt, dann hat man beim Certificate Pinning halt wirklich diesen Tofu-Ansatz.
Gut, ein paar Anwendungen davon hatten wir ja schon im Laufe der Zeit mit angeschnitten. Und kannst du mal sagen, wann du zum Ende kommst? Wir haben eine Veranstaltung hier und ich habe 16 Uhr. Ja, ich bin fast durch. Okay. OpenPGP ist 1991 geschrieben worden und weitestgehend sind die Cipher, die da drin verwendet werden und auch die ganzen anderen Krypto-Primitive auf dem Stand Mitte der 90er Jahre stehen geblieben. Und wenn man sich also auch eine moderne Implementierung von OpenPGP anschaut, GNU-PG ist da eine, dann findet man dann weder Elliptic Curves noch Ketchup noch viele andere aktuelle Verfahren. Und Matthew Green, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hat es kurz zusammengefasst, sieht aus wie ein Kryptomuseum der 90er Jahre, wenn man da reinguckt. S-MIME ist ein konkurrierender Standard, der auf X509 aufbaut, der von vielen E-Mail-Programmen von Haus aus unterstützt wird. Der hat natürlich das Trust-Problem, was man bei X509 generell hat, dass man den zentralen Zertifizierungsstellen dort vertrauen muss und dementsprechend dort die Angriffe halt stattfinden können. Und das weitere Problem, was man bei S-MIME üblicherweise hat, ist, man hat vom Gegenüber meistens keinen Schlüssel, wenn der Gegenüber überhaupt einen hat. Also nicht nur, dass wenige Leute S-MIME überhaupt haben, meistens hat man dann auch nicht den Schlüssel dort, um verschlüsselt zu kommunizieren. SSL und TLS muss ich ja an der Stelle mal abkürzen, da kann man sehr viel Schlechtes drüber sagen. Und OTR hatte ich vorhin ja schon recht ausgeführt. Was ein relativ positives Beispiel ist, ich weiß nicht, wie viele Leute es kennen, ist TextSecure. Das ist im Prinzip ein SMS-Ersatz fürs Handy, basiert auf vielen Verfahren, die in OTR eingesetzt werden und nutzt aber diese OTR-Ratchet, um halt Forward Secrecy dort zu ermitteln oder zu erreichen und halt damit auch im Nachhinein die Nachrichten halt abzusichern. So, und zu WhatsApp zitiere ich dann auch nur entsprechend von Twitter diesen Tweet, der im März dort über die Timeline ging. Also wer WhatsApp mitlesen will, das ist der passende AES-Key, den man braucht. So, und ansonsten zusammenfassend kann man eigentlich das sagen. Noch Zeit für eine Frage? Ja. Eine Frage hätte ich noch ganz kurz. Gerade zu dem Thema gute Cypher, schlechte Cypher. Die Frage ist, wie beurteilst du die Seite bettercrypto.org, falls du sie kennst? Die halten Paper parat, wo wirklich ganz konkrete Konfigurationseinstellungen für die einzelnen Webserver, OpenSSH-Server und so weiter angegeben sind, damit man all die unsicheren Kryptos von vornherein gleich aus seiner Konfiguration rausschmeißt und sie den Clients gar nicht erst anbietet. Ich habe mich mit McLemmon dort unterhalten, der einer von den Leuten ist, die an diesem Paper maßgeblich mitgearbeitet haben. Und die Vorschläge, die dort gemacht werden, sind ein sehr guter Grundstock, wenn man überhaupt erstmal noch nichts getan hat. Und was ich hier im Vortrag eigentlich ein bisschen zeigen wollte, ist, man hat sehr viele alte Krypto im Einsatz und man sollte regelmäßig einfach mal schauen, dass man die Systeme, wo wirklich nur diese alte Krypto im Einsatz sein kann, aus irgendwelchen technischen Gründen, dass man die versucht, nach und nach abzuschalten und durch neue Systeme, die auch den aktuellen Gegebenheiten besser angepasst sind, dort zu ersetzen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.